Begrüßung machen will, habe ich mich sehr gefreut, weil mit diesem Thema Internet und Ethik, Informatik und Ethik verbindet mich sehr viel. Ich habe ungefähr vor 10 Jahren an der Kölner Universität im Fach Medienwissenschaft genau zu diesem Thema schreiben wollen. Und ich war damit sehr alleine auf weiter Flur. Also es war wirklich schwer, jemanden zu finden, der sich überhaupt schon mal mit dem Thema beschäftigt hatte. Ich habe Philosophie studiert und in der Philosophie fand man niemanden, der sich wirklich mit Medien- oder Internetethik beschäftigte. Damals durfte man das noch so nennen. Und genauso wenig in der Medienwissenschaft war da irgendjemand zu finden. Bei den Informatikern habe ich mich noch gar nicht reingetraut. Und mir wurde dann auch von einem Kommilitonen in der Philosophie gesagt, also Medienethik und Internetethik, das sei auch im Grunde sowas wie der Häkelkurs unter den philosophischen Disziplinen. Das sei nicht so richtig hardcore, also wie jetzt Metaphysik oder andere Bereiche der Philosophie. Und ich würde sagen, das war so falsch, wie es nur sein könnte, weil ich kann mir keinen Bereich vorstellen, der mehr hardcore ist, wo es tatsächlich um so viele wichtige Entscheidungen geht für unsere Gesellschaft und wirklich um am Ende auch Menschenleben, über die mit entschieden wird, wenn wir an autonom fahrende Autos denken. Und ich würde sagen, 10 Jahre später hat sich extrem viel getan. Wir stehen an einem ganz anderen Punkt. Heute würde niemand mehr bestreiten, dass die Entwicklung von Technologien etwas Hochpolitisches und auch etwas Hochethisches ist. Aber ich frage mich in Bezug auf einen Punkt, ob wir da wirklich so viel weitergekommen sind. Und das möchte ich vielleicht auch schon so in diese Diskussionsrunde von heute Abend mitgeben. Nämlich die Frage, wie schaffen wir es, dass Ethik in der Ausbildung von Informatikern nicht das ungeliebte Pflichtfach wird, was sie dann in einem Semester besuchen und sich fragen, was ist jetzt der Bezug zu dem, was ich sonst hier so lerne? Sondern dass es so ein fortlaufender Prozess ist, zu verstehen, warum das, was man da entwickelt, hochpolitisch und eben auch ein ethisches Entscheiden ist. Und wie schaffen wir es, auch die technischen Kompetenzen in andere Fächer wie Geisteswissenschaften umgekehrt zu integrieren. Ich glaube, da muss es viel mehr Austausch geben. Und ich frage mich, ob das nicht eine der großen Aufgaben ist, die jetzt irgendwie in diesem nächsten Schritt vor uns steht. Also, ich freue mich mit Ihnen auf diese tolle Diskussion und danke Ihnen nochmal, dass Sie heute Abend gekommen sind. Einen wunderschönen Abend und viel Spaß bei der Diskussion euch. Danke dir. Vielen Dank, Theresa. Ja, mal gucken, wie hardcore oder metaphysisch oder down to earth wir heute Abend sind. Jedenfalls hat diese Anekdote hier schon für großes Juhu gesorgt, habe ich gemerkt. Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Vielen Dank, dass viele von Ihnen, von euch auch noch rübergekommen sind von der Jahrestagung. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und ich glaube, die beiden Formate oder Ansinnen passen auch ganz gut zueinander. Einige von euch haben jetzt vielleicht schon doch einen etwas härteren Tag in Knochen und viel gehört. Trotzdem würden wir uns zumindest wünschen, dass ihr an dieser Diskussion auch teilnehmt. Für euch ist dieser Stuhl, also nutzt ihn gerne. Ich würde jetzt schon mal versprechen, es gibt einen Riesenapplaus für den Ersten, der oder die sich getraut, weil ich weiß, es ist schon immer so eine Hürde, hier vorzugehen, in den Scheinwerfer und so eine Stufe hoch. Kann man aber durchaus machen, hat sich in den vergangenen Monaten immer bewährt. Und was hätten wir noch an Bord hinweisen? Auch so hilfreich wäre vielleicht mein Name. Katja Weber ist mein Name. Ich führe durch die Veranstaltung. Wer uns im Stream sieht, herzlich willkommen auch dorthin. Und wir nehmen eure Einwürfe, Anmerkungen entgegen via Twitter, Hashtag Dicksal. Ja, ich habe mir, also Theresa ist schon gleich richtig schön reingesprungen ins Thema. Ich habe mir jetzt eine etwas weitschweifigere Anmoderation überlegt und dachte, okay, alle sprechen Englisch. Ne? Englisch ist Weltsprache und die meisten von uns, die meisten in Deutschland können das sprechen. Viele, die im Erwerbsleben zumindest sind, können das sprechen. Dann gibt es aber noch eine Weltsprache, die benutze ich jeden Tag und verstehe kein bisschen davon. Ich kann ein Verb nicht von der Präposition unterscheiden. Das geht morgens los, wenn ich irgendwie auf die Wetter-App gucke und hört nicht auf, wenn ich eine Route plane, wenn ich einen Kredit aufnehmen will oder wenn ich mir anschauen will, was andere Leute, die dieses Produkt gekauft haben, auch noch gekauft haben. Dann gibt es aber natürlich auch Leute, die arbeiten bei einer Versicherung, bei einer Investmentbank, vielleicht bei der Polizei und haben insofern nochmal aus einer ganz anderen Perspektive mit Algorithmen, denn um die geht es natürlich zu tun, bedienen die in irgendeiner Weise, zumindest nutzen sie die Ergebnisse, die hinten rauspurzeln und dann beeinflusse ich unter Umständen in dieser Funktion auch das Leben anderer Menschen. Und diese Prozesse oder Projektionen, da wird vielleicht schon gleich philosophisch,
Die wollen wir uns angucken und fragen, wie ethisch korrekt oder wie fragwürdig die sind. Und ich habe drei prima Gäste, die das alle beantworten können und möchte euch gerne vorstellen. Fiona Krakenbürger ist da, Techniksoziologin und Aktivistin. Und nach dem, was ich so über dich gefunden habe im Netz, dachte ich, okay, wenn eine Sache zu tun hat mit Open Source, mit Diversität und Digitalem, dann ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass du irgendwie dabei bist. Also CCC wäre zu nennen oder die Open Knowledge Foundation. Sie hat den Hackerin Space Heart of Code mitbegründet mit dem sehr schönen Motto Liberté, Digitalité und Sûreté. Und auf jeden Fall, habe ich der Selbstbeschreibung entnommen, guckt ihr optimistisch in die Zukunft, denn der letzte Satz unter About ist, Heart of Code ist unser Beitrag zu einer bunten Zukunft, in der alle friedlich gemeinsam digital abhonken. Stefan Ulrich ist da, Informatiker und Philosoph, der leitet die Forschungsgruppe Verantwortung und das Internet der Dinge am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft, 2017 gegründet. Ich würde sagen, in Konkurrenz, vielleicht in freundschaftlicher Konkurrenz mit dem Alexander von Humboldt-Institut, also auf jeden Fall mit einem ähnlichen Fokus und Forschungsinteresse. Er ist Sprecher der Fachgruppe Informatik und Ethik bei der Deutschen Gesellschaft für Informatik, als solcher maßgeblich verantwortlich für unsere ethischen Leitlinien, so heißt das bei euch. Die hat sich die Gesellschaft schon vor längerer Zeit gegeben. Vor 3 Monaten sind die überarbeitet, nochmal ja, gelauncht worden. Und da lesen wir zum Beispiel, das GI-Mitglied tritt mit Mut für den Schutz und die Wahrung der Menschenwürde ein, was jetzt vielleicht nicht jede und jeder von uns vermutet hätte in der Arbeitsplatzbeschreibung für einen Informatiker. Da werden wir sicherlich auch noch drüber reden. Lorena Jaume-Palassi ist da, sie ist die Mitbegründerin von Algorithm Watch und will Bewusstsein dafür schaffen, dass und wie Algorithmen unsere Gesellschaft, unsere Welt, auch unser Miteinander formen und beurteilen. Sie forscht zu den Themen Ethik und Digitalisierung, ist in der Kommission bei der EU, sie berät Verbände, Regierungen, zum Beispiel auch die in Spanien. Und auch bei euch habe ich auf die Seite bzw. ins Manifest geguckt. Erstens, also ist durchnummeriert und auf Nummer 1 steht ADM und das meint eben Prozesse algorithmischer Entscheidungsfindung, ist niemals neutral. So, und neben Lorena hättet ihr das Vergnügen zu sitzen, wenn ihr völlig unzufrieden seid mit dem, was wir hier diskutieren oder da noch ganz andere Anmerkungen habt. Jetzt würde ich tatsächlich gerne noch mal gleich auf diesen Begriff Neutralität zu sprechen kommen. Die Beispiele gingen ja zahlreich durch die Presse. Jeder kennt irgendeins, der Seifenspender, der mir keine Seife spendet, wenn meine Hand nicht weiß ist. Oder wenn ich Ahmed heiße und in Neukölln wohne, kriege ich weniger wahrscheinlich einen Kredit als der Manfred aus Grunewald. Also diese ganzen Beispiele gibt es. Frauen werden auf Jobportalen oftmals die schlechteren Jobs angeboten, die gut bezahlten eher Männern. Wieso aber, sagt ihr, diese Prozesse algorithmischer Entscheidungsfindung können niemals neutral sein? Bei diesen Beispielen leuchtet es ein, aber bei allen anderen? Weil am Endeffekt, guten Abend, weil die, die Gestaltung von Automatisierungsprozessen menschengemacht sind und die sind einfach eine Umformulierung von dem, was man als eine Vorstellung des Sozialen hat. Also sprich, wenn ich, egal was ich gestalten will, wenn ich dafür anfange zu programmieren, dann gibt es eine Menge Prämissen, die man vorab macht und die viel damit zu tun haben, aus welcher Gesellschaft man kommt. Wenn man zum Beispiel bestimmte Regeln einführen will in eine Community, um zu verhindern, dass es Spam gibt oder dass es Leute gibt, die oder Bots gibt, dann kann man vielleicht entscheiden, ja, alle Menschen, die da angemeldet sind und einen Namen angegeben haben, die weniger als 3 Buchstaben hat, ist einfach kein Mensch. Und deswegen sperre ich die aus. Naja, das kann man als Annahme machen. Und da merkt man, ja, das ist eine kulturelle europäische Annahme, dass wahrscheinlich Leute in China oder Leute mit einem asiatischen Namen eventuell vor Problemen darstellt. Mhm. Und da zeigt es sich, man macht eigentlich eine vermeintlich neutrale Entscheidung, die gar nicht die Absicht hat, irgendetwas
eine andere kulturelle Person überhaupt auszuschließen, aber man macht das faktisch, weil man einfach nicht alles berücksichtigen kann, weil einfach die eigene Kultur einem prägt, bis auf das kleinste Detail. Mhm. Ihr arbeitet mit dem Begriff Neutralität. Das, was wir heute im Titel oder zumindest im Untertitel haben, ist ja die Ethik. Das würde ich Stefan gerne fragen. Jetzt betrachten uns Algorithmen logischerweise nicht individuell, sondern die werten Daten aus, die werten Muster aus, die berücksichtigen Kriterien, wie Lorena sie jetzt gerade genannt hat, kommen zu statistischen Wahrscheinlichkeiten und das am Ende wird auf mich projiziert oder auf die anderen User. Ist dieses Verfahren an sich schon unethisch oder ist es einfach nicht neutral? Naja, ich habe ein bisschen Problem mit unethisch, also weil wir da Begriffe vielleicht zusammenschmeißen. Also wir sprechen oft von Moral und Ethik synonym. Ethik ist ja eigentlich die Lehre der Moral. Also wir reden hier vielleicht meistens über moralische Probleme, die entstehen. Und ich denke, da hat Lorena vollkommen recht, dass wir allein schon bei der Auswahl eine Vorentscheidung getroffen haben. Zum Beispiel, dass wir Sachen in Systeme eingeben, die kodifizierbar sind, die überhaupt eingegeben werden können oder quantifizieren, die quantifizierbar sind. Und dann haben wir aber andere Sachen, die eigentlich uns viel mehr als Menschen ausmachen, wie Liebe, Freundschaft, wie will man das eigentlich in Datenpunkten ausdrücken? Und das wird aber gerade versucht. Dadurch schließt man aber vielleicht bestimmte Leute aus oder man hat ein bestimmtes Bild dann geprägt von dem, was eigentlich einen Menschen ausmacht. Insofern wäre Ethik eigentlich wieder der Versuch, darüber zu sprechen. Also wir haben Zuschreibungen, die wir an die Technik richten und die Aufforderungen, deswegen steht das auch so explizit in den Leitlinien drin mit dem Diskurs, dass wir eigentlich sagen müssen, welche Vorannahmen haben wir eigentlich und uns sie bewusst machen im Entwurfsprozess. Nicht erst später, wenn es schon implementiert ist, sondern als Teil unserer Jobbeschreibung, wie du es genannt hast, dass wir uns einen Schritt zurücktreten müssen und sagen, was könnte das für Auswirkungen haben und wen frage ich am besten? Und damit komme ich zumindest annäherungsweise an einen ethisch akzeptablen Code oder nicht? Deswegen unser Begriff der Leitlinien, dass wir glauben, dass wir am Ende nicht einen Code oder irgendetwas haben, was so starr stehen kann. Das ist ein Aushandlungsspiel. Die Gesellschaft ändert sich ja auch. Wenn wir jetzt einfach nach Deutschland gucken, vor 50 Jahren, da haben wir wahrscheinlich andere Aushandlungsprozesse oder wir hätten andere Grundannahmen gehabt. Das heißt, diese Variabilität sollte sich auch im Entwicklungsprozess widerspiegeln. Wir zementieren einfach Vorannahmen, Entscheidungen, wie sie auch vielleicht momentan herrschen und vielleicht gar nicht mehr herrschen sollten. Und das ist das eigentliche Problem, dass wir das aushandeln können, aber mit der Technik vielleicht uns den einen oder anderen Weg versperren. Also ich plädiere für die Offenheit der Aushandlungsprozesse. Welchen Begriff benutzt du, Fiona, wenn du über diesen Sachverhalt sprichst? Ethik oder doch eher Fairness, Gerechtigkeit, Ausgewogenheit? Ich bin total froh, dass du mir diese Frage stellst und ich bin total froh, dass du gerade die Frage mit der Ethik bekommen hast. Ich habe nämlich eine Stunde, bevor ich hierher gekommen bin, gedacht, vielleicht lese ich mir vorsichtshalber nochmal den Wikipedia-Artikel zur Ethik durch. Festgestellt, der ist sehr lang, es scheint ein sehr kompliziertes Thema zu sein. Hab dann auch nochmal drüber nachgedacht, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ethik und Moral. Und das stimmt natürlich, benutzen wir das sehr synonym. Und ich glaube, dass viele Ethik, Moral, Algorithmen, Macht, diese ganzen Begriffe haben Konjunktur. Und ich bin total froh, dass wir heute hier sind, um das vielleicht so gemeinsam ein bisschen auseinander zu klamüsern, weil ich glaube, das ist sehr wichtig, darüber zu sprechen, was wir eigentlich wollen und Begriffe davon zu bekommen. Wenn ich über Diversität in der Technologieentwicklung spreche, geht es mir ja auch darum, einen wünschenswerteren Zustand zu erreichen, indem ich mehr, also ich denke, dass Diversität in der Technologieentwicklung sich in besserer Technologie äußert, die mehr Bedürfnisse anspricht, die mehr Bedürfnisse erfüllt, mehr Perspektiven damit reinbringt und damit zu einer lebenswerteren Zukunft beitragen kann, in der Technologie selbstverständlich eine große Rolle spielt. Also bei mir geht es um Fairness und was ich damit mache. These ist, ich entwickle eine Ethik. Stimmt das? Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe da bestimmte moralische Vorstellungen, aus denen ich Leitlinien ab. Leite dafür, wie Technologie in der Zukunft entwickelt werden sollte. Mhm. Aber der Begriff, um den herum du das gruppieren würdest, wäre eher Fairness oder Gerechtigkeit. Jetzt gehe ich auf ganz dünnes Eis. Naja, Gleichberechtigung, klar, Fairness und ja, soziale Gerechtigkeit. Mhm. Nun liegt es uns ja allen nah und anders kommen wir auch nicht durch einen normalen Werktag, Komplexität zu reduzieren, ne? Und anhand der Erfahrungen, die wir gemacht haben, der Dinge, die wir gelernt haben, zu entscheiden, ich mache das jetzt so oder so, ich vertraue dem oder nicht, ich gebe dir die 20 Euro oder nicht. Permanent müssen wir uns für irgendwas, gegen irgendwas entscheiden. Wenn mir jetzt bei der Suche im Netz zum Beispiel Werbung für Diätprodukte angeboten wird oder für Mode, ist das per se
stereotypisierend oder ist das nicht ganz vernünftig, weil der Werbetreibende irgendwie weiß, das ist eine Frau, die ist in dem und dem Alter und das könnte ihr gefallen, wie bei Amazon. Andere mochten das auch. Also findet ihr solche statistischen Wahrscheinlichkeiten schon fragwürdig oder gehen die klar? Also ich würde vielleicht ergänzen zu dem, was Fiona gesagt hat, vielleicht werden wir uns dann im Klaren, was das eigentlich ist. Also Werbung ist Manipulation. Jetzt können wir uns darüber unterhalten, ob wir das eigentlich toll finden, manipuliert zu werden. Das kann ja auch zu unseren Gunsten sein. Also wenn man es positiv wendet, dann spricht man von Nudging. Also wir werden manipuliert auch in positiver Hinsicht, dass wir vielleicht eine Sitzaufforderung oder so etwas haben. Man stellt etwas hin und implizit meint man etwas damit. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Manipulation. Und da können wir uns fragen, ist das jetzt wirtschaftlich begründet? Und dann finden wir es in Ordnung. Wir haben das jetzt für uns entschieden. Es ist in Ordnung, Werbung ist in Ordnung, wir gucken raus und wir sehen irgendwie Leuchtreklame und das ist super, aber kaum sehen wir hier war, ich habe gerade jemanden rumgeführt und der war verwundert über die ganzen Graffiti. Das ist auf einmal in manchen Teilen nicht so akzeptiert, weil das muss in gesetzten Lettern sein von einer Werbeagentur, dann darf der öffentliche Raum mit Buchstaben versehen werden, aber wenn man eine Spraydose nimmt, dann auf einmal nicht. Das heißt, es ist aber beides im Prinzip dasselbe, nur in dem einen Fall haben wir uns darauf geeinigt, das ist in Ordnung, das heißt Werbung in Ordnung. Sobald das aber für politische Zwecke genutzt wird, dann haben wir plötzlich diese Debatte um Microtargeting und wir werden beeinflusst in unserer politischen Entscheidung. Und technisch ist das absolut dasselbe. Und das wäre jetzt ein Plädoyer dafür, nochmal alles zu überdenken und nicht einfach die Sachen zu fressen, die man gewohnt ist? Erstmal sich bewusst zu werden, dass das zum Beispiel auf technischer Ebene dasselbe ist, dass das eine eben gewünscht ist und das andere eben nicht. Und darüber sollte man sprechen, dann über politische Manipulation zum Beispiel oder und nicht. Und dann die Technik folgt dem eigentlich oder sollte dem Diskurs dann eigentlich folgen. Und momentan ist ja eher andersrum. Wir sehen, dass technisch etwas möglich ist und machen was. Und jetzt müssen wir hinterher ein bisschen diskutieren. Die Anekdote hat es ja ganz toll gezeigt, vor 10 Jahren, also wo eigentlich die Entscheidungen getroffen wurden, hat noch niemand groß über Ethik und Philosophie gesprochen in der Informationstechnik, aber das ändert sich ja gerade. Ich habe es schon gesagt eingangs, Lorena, ihr sprecht ja über algorithmische Entscheidungsfindung, das ist euer Terminus, mit dem, so verstehe ich das, auch KI ihr, glaube ich, lieber umschifft, sondern eher sozusagen auf dieses Prozesshafte raus wollt. Aber ich habe mich gefragt, ist das wirklich das Problem oder ist das Problem nicht eigentlich, bevor der Algorithmus geschrieben wird, die Auswahl und die Beschaffenheit der Daten, mit denen der trainiert und gefüttert wird? Also wir reden eher gerne von Automatisierungsverfahren. Mhm. Und das mag eine komplexe Automatisierung damit gemeint sein oder eine einfache Automatisierung damit gemeint sein. Ich glaube, ich versuche ein bisschen aufzuholen. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen der ethische Impact von bestimmten Automatisierungsverfahren und dann in der Gestaltung von Automatisierung tatsächlich die Situation, wo man etwas aus ethischen Gründen macht oder man einfach Bias hat, also sprich eine kulturelle Prägung, die dazu führt, dass man nur Bestimmtes sieht und anderes übersieht und dass daraus einfach eine ethische Konsequenz entsteht, die nicht intendiert ist, wo man nicht sagen kann, das war einfach eine unethische Handlung, sondern man hat nicht dieses Training als Entwickler oder als Datenwissenschaftler und so weiter und so fort. Das ist die eine Sache. Dann, wenn wir über Automatisierung reden, wir gucken uns das Ganze holistisch an und sind der Meinung, dass man nur das interdisziplinär machen kann. Mhm. Denn man guckt sich nicht weder die mathematische Formel, wir gucken nicht nur die mathematische Formel, wir gucken auch die Übersetzung in Softwarecode, wir gucken auch die Trainingssituation, wir gucken auch die Datenbanken, aber wir gucken auch die gesamte Entscheidungsarchitektur, in der diese Automatisierungsverfahren eingeführt worden ist. Denn es gibt viele Situationen, in denen es ist alles okay, technisch betrachtet, aber die Art und Weise, wie Menschen damit umgehen, ist wiederum nicht okay. Hast du ein Beispiel dafür, wo das auseinanderklafft? Ja, also es gibt verschiedene Beispiele und ich glaube, dass es daran liegt, wenn ich das vornehmen kann, es liegt vor allem daran, dass wir uns momentan oder immer eigentlich in der Debatte auf die statistische Relevanz konzentriert haben von Technologie und nicht auf die soziale Relevanz der Technologie an sich konzentriert haben. Mhm. Man kann sich zum Beispiel anschauen, die Nullerjahren.
im Scoring-Bereich, da hat die Gesellschaft ein neues menschliches Profil gehabt. Durch die Kommerzialisierung des Internets gab es den sogenannten Smart User. Das war jemand, der einfach erstmal Sachen verglichen hat, sich Angebote zukommen lassen hat und dann erst dann gekauft hat. Das war neu und das war erst möglich, weil das Internet da war und man sowas machen konnte auf schnelle Art und Weise. Das hat ein sogenanntes Spillover-Effekt auf die Wirklichkeit. Im Analogen haben angefangen, die Menschen genau dasselbe zu machen. Das heißt, wenn sie in einem Dorf waren oder in einer kleinen Stadt, die sind nicht zur Sparkasse gegangen, da wo die Familie immer war, und haben einen Kredit beantragt, sondern sie sind zu 4 bis 5 verschiedenen Sparkassen gegangen und haben einen Kredit beantragt, also angefragt, was sind die Konditionen. Daraufhin haben die Leute auf der anderen Seite der Schalter erstmal geguckt, wir mussten erstmal den Score kennen, um zu wissen, was für Konditionen kann ich dem Mensch geben. Und interessant dabei war, dass damals die Schufa, die wusste nicht, dass das passiert und es wurde einfach als Event übermittelt. Das bedeutet, dass der Score der Person nach der zweiten Abfrage im Keller war. Es wurde immer angenommen, es ist ein Kredit. Und das Problem dabei war natürlich nicht im Algorithmus. Man hat in der Datenbank gemerkt, hier stimmt was nicht, aber man konnte das nicht dicklich machen. Und erst wenn man es geschafft hat, die Sparkasse-Manager sich zusammen mit den Schufa-Menschen zusammensetzen und einfach erklären, wie der Prozess bei denen ist, wurde es denen klar, ach Moment, ich muss den menschlichen Prozess so gestalten, dass erstmal gibt es eine Konditionenabfrage der Schufa, damit ich weiß, was für Konditionen ich anbieten kann. Und dann erst bei Kreditvergabe schicke ich eine andere Art von Mitteilung an die Schufa. Das ist nämlich ein Event, wo ich sage, Kredit hier vergeben. Und dann merkt man das, das ist kein technisches Problem, es ist auch nicht von der Technik verursacht worden, sondern es ist einfach von einer schlechten Management-Beschreibung entstanden. Und das muss man genauso gucken. Denn wenn man einfach nur sich auf den Algorithmus konzentriert oder auf die Daten, wird man in Dunkel tapfen. Dasselbe gilt für viele andere Sachen. Es gibt ein weiteres Beispiel, das ich sogar noch relevanter finde. Es gab dieses eine Beispiel aus den USA, Compass. Das war eine Software, die Richter benutzt haben, um einfach einzuschätzen, wie hoch das Risiko ist, wenn sie jemanden auf Bewährung gewährleisten, ob sie diese Person wieder kriminell wird. Und da hat sich die gesamte Community versucht, darauf zu konzentrieren, zu gucken, wie ist das statistisch? Ist diese Software rassistisch? Ja oder nein? Und es gab total viele Artikel darüber und man hat festgestellt, Krishna Gumadik hat eine sehr spannende Forschung gemacht, in dem er sagte, naja, es gibt etliche Formeln für Fairness und es gibt kein Modell, das in der Lage ist, alle diese Formeln für Fairness zu genügen. Die einzige Gruppe, die meines Erachtens eine geile, Research gemacht hat und überhaupt nicht in der Öffentlichkeit so richtig wahrgenommen würde, waren Leute aus Harvard. Die haben einfach geguckt, wie gehen Richter mit dieser Software um? Wann lehnen sie Vorschläge der Software ab? Weil am Endeffekt, worauf es ankam, in dem Beispiel ist zu verstehen, ist der Algorithmus derjenige, der manipuliert? Unter welche Faktoren glauben Richter den Vorschlag und unter welche Faktoren nicht? Und was hat man da festgestellt? Oh, Überraschung, die Richter haben Vorschläge abgelehnt, indem es so Sachen stand wie, als Afroamerikaner könnte die Person auf Bewährung frei werden, weil man festgestellt hat, dass es auch der Faktor Mensch da ist und dass dann Menschen sehr gerne auch Algorithmen nutzen, um ihre eigenen Vorurteile nicht erklären zu müssen. Das heißt, diese Intersektion ist enorm wichtig, also um zu verstehen. Der Mensch vor dem Monitor war dann im Grunde das Problem, der die Architektur genutzt hat, um weiter zu spinnen, was er denkt und wie er sowieso urteilen wird. Das Problem ist, wir wissen nicht genug, wie sehr Algorithmen uns manipulieren und unter welche Umstände sie uns manipulieren. Wir haben noch nicht genug Forschung, die uns sagen kann, unter diese Umstände wird man den Algorithmus glauben und unter diese Umstände, unter diese Faktoren wird man den Algorithmus nicht glauben. Und das ist das, was am Endeffekt für uns relevant ist, um wirklich zu verstehen, wo die sozialen Probleme mit dieser Technologie tatsächlich entstehen. Tatsächlich erforschen wir das oder stellen wir diese Fragen, während wir die Technik nutzen. Also das ist ja eigentlich nicht so die geordnete Reihenfolge. Ich würde euch gerne fragen, habt ihr eine Frage? Möchte jemand vorkommen? Wir nehmen auch Fragen aus dem Saal, aber wir nehmen auch Menschen, die sich zu uns setzen. Noch ein bisschen früh?
Ich versuche es später wieder. Fiona, ich würde dich gerne fragen, wir hatten ja jetzt schon verschiedene Sachen berührt. Eingangs bei Theresa ging es ja auch darum, dass offenbar in ihrem Fachbereich Philosophie der Ansicht war, es gibt da irgendwie einen Bereich für die Mädchen und einen Bereich für die harten Jungs. Wie ist das jetzt mit Blick auf die Hacker-Szene oder wahrscheinlich müsste man inzwischen eher sagen Szenen? Das war ja zumindest mal ein Hort unhinterfragter Männlichkeit. Wie ist das jetzt anders? In Teilen? Das war es mal, aber lustigerweise war es auch mal nicht der Ort der unhinterfragten Männlichkeit und ich glaube, dass das total wichtig ist. Also sprichst du richtig an, wir alle, ich erzähle ja niemandem was Neues damit, dass es ein großes Geschlechterungleichgewicht gibt oder so eine Gender-Disparität in der Technikentwicklung, in der Hacking-Szene, in der Programmierbranche und ich glaube, es ist ganz wichtig und das ist eigentlich analog zur Technologieentwicklung oder zu Algorithmen. Das ist ja menschengemacht, dass es heute so wenig Frauen gibt in der Technologieentwicklung. Also es ist ja kein Naturgesetz, dass da weniger Frauen gibt, sondern es war eigentlich am Anfang waren die ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung von Computern. Es gab auch total viele Frauen, die an ganz revolutionären Entwicklungen beteiligt waren, aber es gab halt irgendwann eine Zeit, in der sich das umgekehrt hat. Das hat historische und soziale Prozesse als Ursache und dieses Ungleichgewicht zur Folge gehabt. Da gibt es unterschiedliche Thesen dazu. Einmal, dass der Computer dann Einzug hielt in den Privathaushalt, aggressiv an Männer und Jungs angeworben wurde und man dadurch halt so einen Wissensunterschied hatte in der Schule. Das zieht sich fort, es wird ein Narrativ gebildet. Wie wir alle wissen, sind Stereotype sehr, sehr stark und wirkmächtig. Und auch Werbung spielt eine ganz, ganz große Rolle. Daran lässt sich eigentlich ganz gut ablesen, wie ich das Bild verteilt hat. Eigentlich der Punkt, den ich machen möchte, ist, es gibt ja keine biologischen Gründe dafür, dass es weniger Frauen gibt in der Technologieentwicklung. Ne? Die hatten eigentlich, als Frauen angefangen haben zu studieren und auch immer mehr Teil der Arbeitskraft wurden, haben die eigentlich genauso viel prozentual mehr Informatik gelernt und angefangen zu studieren wie Jura oder Chemie. Und Chemie und Biologie ist übrigens ungefähr 50% Frauen in den deutschen Universitäten. Aber es ist halt menschengemacht, genauso wie auch Technologie menschengemacht ist. Und was wir daraus lernen, ist ja eigentlich ein sehr empowernder Gedanke. Wir können das also auch wieder ändern. Da bist du ja bei, das ist ja dein Ansinnen. Genau. Und siehst du die Früchte deines Tuns oder würdest du sagen, ja, lass nochmal 10, 20 Jahre rumgehen? Also ich hatte ja auf die Frage hin, was in 10 Jahren mit Informatik und Diversität sein soll. Ich habe gesagt, ich will in 10 Jahren über den Kram nicht mehr reden müssen. Aber so grundsätzlich, klar, wir sind auf einem guten Weg, denke ich. Ich glaube, die Wirkungen potenzieren sich gerade an vielen verschiedenen Ecken und Enden. Aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber die Annahme, dass soziale Zusammenhänge und darunter natürlich auch eine sehr zentrale Kategorie für unsere Gesellschaft, Geschlecht, eben auch ihren Weg in diese Technologien hineinfinden. Ich glaube, das fällt uns gerade sehr auf die Füße. Wir sehen das an vielen Orten und Stellen in unserem Alltagsleben, dass es eine Rolle spielt, wer Technologie entwickelt. Und ich bin froh, dass wir zu dieser eigentlich ziemlich simplen Erkenntnis kommen, weil ich verfolge den, sagen wir, Algorithmen-Diskurs oder die Diskurse jetzt seit einigen Jahren und ich habe immer wieder das Gefühl, es schleicht sich immer wieder so ein Technikdeterminismus rein in die Diskussion um mächtige Algorithmen, die KI, die uns die Arbeitsplätze wegnimmt, mordende Drohnen, oh Schreck, als wären das eigene Agenten, die wie so eine Naturgewalt auf uns zukommen. Und ich finde diese Einstellung sehr, sehr gefährlich, weil es uns wieder in so eine passive Rolle zurückdrängt. Und wünsche mir natürlich, dass wir das ändern. Da würde ich tatsächlich am Ende gerne nochmal drauf kommen. Und ich bin schon die ganze Zeit am Mikro, weil ich eigentlich über den Häkelkurs der Informatik eigentlich erzählen wollte. Denn das Feld Informatik und Gesellschaft wurde ähnlich belächelt. Und es gab schon zahlreiche Studien genau zu diesem Feld schon vor 20 Jahren. Also Britta Schinzel in Freiburg zum Beispiel oder Heidi Schellhofer. Es sind ganz tolle Projekte gestartet. Die sind aber mit der Emeritierung zum Beispiel der Professorin dann einfach mit abgeschlossen. Worden. Das heißt, die Server und die Erkenntnis und die Studien sind nicht mehr verfügbar. Es gibt noch Bücher, also für alle im Livestream da draußen, das ist dieses Informationsdevice Toter Baum, und die sind aber auch nicht überall verfügbar. Die sind teilweise nicht digitalisiert, weil der Rechteinhaber zum Beispiel nicht mehr existiert. Das heißt, wir können die auch gar nicht, dürfen die nicht digitalisieren. Dann gibt es wenige Exemplare, die werden noch gehandelt. Und das wäre etwas, was ich mir eher wünschen würde, auch nicht nur diese neue Erkenntnis, sondern vielleicht auch die Erkenntnis, dass wir schon mal weiter waren. Aber wenn du sagst, wir waren schon mal weiter. Es gibt die Forschung, es gab die Personen auch, die das vorangetrieben haben. Was merkst du denn jetzt davon,
beispielsweise in den Studiengängen Informatik nach, keine Ahnung, 20 Jahren Girls Day, nach der Forschung, die es bereits gibt, siehst du da, ich will nicht sagen ein Break-Even, aber eine Veränderung, oder würdest du sagen, das ist tatsächlich alles noch Arbeit, die zu tun ist? Fiona war ja, ich weiß nicht, optimistisch oder pessimistisch, als sie meinte, in 10 Jahren müsse sie nicht mehr drüber reden. Ich war eigentlich optimistisch, dann wurde ich unterbrochen, als ich eigentlich zu dem schöneren Part kommen wollte. genau, also ich glaube, die Tatsache, dass Technologie durch Soziales gestaltet wird, zeigt sich eigentlich noch viel spannender darin, in den Bereichen, die, soweit ich das sehe, eher außeruniversitär sind, wo Frauen programmieren lernen. Und wenn ich über Diversität spreche, dann rede ich über Dimensionen Geschlecht, Mann, Frau. Es hat wesentlich mehr Dimensionen, aber das ist mein Forschungsgebiet. Kleiner Disclaimer. Ich meine, es gibt so Initiativen wie die Rails Girls, die seit ungefähr 6 Jahren, glaube ich, in Berlin immense Arbeit darin machen, Frauen Programmieren beizubringen in Anfängerinnenkursen. Und die Frauen gehen teilweise dann 2 Jahre auf Teilzeit, lernen weiter Programmieren, gehen als Entwicklerinnen in Berufe rein oder entwickeln, gerade der Open-Source-Bereich ist da eigentlich ganz spannend, entwickeln eigene Anwendungen. Eins davon ist Speakerinnen.org, kennt ihr vielleicht, weil ich habe mich darüber gefunden, das ist eine Datenbank von weiblichen Speakerinnen, weil ein paar Frauen keinen Bock mehr drauf hatten, dass ständig überall Panels stattfinden, auf denen keine Frauen sitzen und sagen, wir haben niemanden gefunden zum Thema Feminismus oder Wirtschaft oder Digitalisierung. Ein total spannendes Projekt, das sie eben aus ihrer eigenen Perspektive heraus entworfen haben, weil sie ein Bedürfnis gesehen haben. Oder eine Freundin von mir, Marie-Louise Koch-Sieg, ist selber Soziologin, hat viel über Zyklus-Tracking-Apps geschrieben, hat dann Programmieren gelernt und schreibt jetzt eine bessere Open-Source-App in Rails. Und da sieht man halt an ganz vielen Stellen, dass sich das umkehrt und dass das auch auf jeden Fall reversibel ist. Also, ne, und das ist, wie gesagt, wenn wir uns klar machen, hey, Technik wurde nicht männlich geboren, sie wurde männlich gemacht, dann kann man das auch umkehren, indem wir halt mehr Diversität dort reinbringen und neue Perspektiven. Und ich glaube, dass das, wie du ja schon angesprochen hast, es spielt halt eine Rolle, wer sitzt denn eigentlich dort. Ich glaube nicht, dass es die oder der prototypische Entwickler ist, der dann die Entscheidung trifft. Ich glaube, das ist ein Zusammenhang und eine Rahmenbedingung, eine Umwelt, ein kultureller Wertekanon und dann vielleicht auch die Personen, die wirklich die Entscheidungen treffen. Aber was die wichtig finden, was nicht, welche Probleme sie vor allem erkennen und welche nicht, das spielt eine Rolle. Also, da bin ich auch gleich fertig. Ein sehr prominentes Beispiel jetzt und auch sehr akut, ich weiß nicht, ob ihr den Artikel gelesen über die Smart-Home-Technologien, das wurde im New Yorker gefeatured. Es gab vor 2 Monaten, glaube ich, eine Studie, die dort rezipiert wurde und die darauf eingeht, dass es in Frauenhäusern in den USA immer mehr Berichte gibt von Frauen, die sagen, ich erfahre häusliche Gewalt durch Haushaltsgeräte. Die werden überwacht, die werden abgehört, die werden kontrolliert, schikaniert über Smart Home Devices. Und teilweise sind die sogar Ex-Partner, die nicht mehr in diesen, keinen Zugang mehr zu einer Wohnung haben, können trotzdem die Thermostate bedienen und die Wohnung auf 40, 50 Grad aufheizen. Und die Frage ist total schaurig, aber die Frage ist halt, hätte man das nicht vielleicht auch mitdenken können? Hätte man nicht im Innovationsprozess an irgendeinem Punkt auch mal drüber nachdenken können, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und wenn man da nicht auf die Idee kommt, dass... Das ist interessant, dass das beim Haushalt nicht der Fall ist. Beim Auto sind wir sehr geneigt, immer anzunehmen, was ist das Schlimmste, komisch, was passieren könnte. Ja. Ich würde tatsächlich Stefan gerne nochmal fragen, das zu spiegeln, also auf die Studierendenebene. Was siehst du, was sich da tut oder was sich vielleicht nicht tut? Als ich angefangen habe zu studieren, waren wir, glaube ich, noch einstellig in Prozentzahlen. Jetzt sind wir zweistellig in der Informatik, zumindest an der Humboldt-Universität zu Berlin war das so. Ich bin vielleicht auch in einer Filterblase, weil ich eigentlich eher in einer Community unterwegs bin, die erstmal guckt, was macht die Person, wie begeistert sie sich für das Thema und so die Kategorie Geschlecht glücklicherweise in der Community, in der ich mich bewege, nicht so eine Rolle spielt, also auch die eindeutigen Zuordnungen zu bestimmten Geschlechtern, also wenn man beispielsweise, du hast ja eingangs erwähnt, CCC, ne, wenn man auf den Chaos Communication Kongress geht, der immer wieder sehr schön ist, auch in der Erfahrung, dass da einfach großartige Menschen sind, die einfach mit Leidenschaft Dinge verfolgen, Welt besser machen wollen und das ist eine so diverse Community, ich weiß, da gibt es auch Diskussionen, aber diverser als vielleicht, wenn man mal so draußen lang spaziert oder so, oder auch Berlin ist schon eine Filterblase. Also ich habe jetzt gerade Gäste von extern, weil wir morgen eine Tagung planen, der aus Hongkong angereist ist. Und der hat auch schon gesagt, das sieht einfach schon weniger uniform und diverser aus. Einfach dieser erste Eindruck dieser Gesellschaft. Insofern
kann ich dir keine fundierte Antwort geben, nur eine persönliche. Ich glaube, das ist, also ich merke selber, dass sich das verändert, dass das weniger im Vordergrund steht, also die Frage des Geschlechts, dass auch sich das zum Glück ändert, schon an Schulen, dass man nicht mehr sagt, das ist jetzt nur noch Jungskram. Okay, dann vielen Dank für den Exkurs in eure beiden Filterblasen. Jetzt harter Break. Jetzt würde ich gerne mit Lorena einen Begriff besprechen, der natürlich dann auch immer durch die Debatte geistert. Ganz was anderes, Transparenz. Und bei euch lese ich, ADM-Prozesse müssen nachvollziehbar sein, damit sie demokratischer Kontrolle unterworfen werden können. Wer soll denn hier nachvollziehen und inwiefern geht es da um eine Forderung nach Transparenz, wenn ihr das sagt? Okay, ich versuche es mit einer Metapher. Als die Autos anfingen, sich breit zu kommerzialisieren, zu streuen, da hatte man die Situation in den Großstädten, dass es unfassbar viele Pferde gab gleichzeitig zu dem Zeitpunkt, mehr als auf dem Land, weil das waren die Transport, also das war der Transport von Entstehung oder von der Kommerzialisierung der Autos. Und als Autofahrer war nicht nur erwachsene Menschen, sondern es waren auch Kinder, die insbesondere LKWs gefahren haben, weil damals gab es Kinderarbeit und gerade die Kinder waren besonders gut, weil hörig und manipulierbar und die haben riesengroße LKWs gefahren. Damals gab es keine Spielplätze, das heißt, die Kinder haben auch auf die Straße gespielt. Die Pferde, täglich sind eine unschierbare Anzahl von Pferden gestorben, auf die Straße gelegen, die erst am Ende des Tages sozusagen dann abgeholt wurden. Und es gab auch keine Verkehrsregeln, keine Ampeln, nichts. Das heißt, es war eine krasse Situation. Man ist als Autofahrer dann auch immer für alles verantwortlich gewesen, rein rechtlich. Und das war ein absolutes Chaos. Und es gab viele verschiedene Ansätze, damit hier in der Lage zu werden. Und die Person, die im Prinzip das gemacht hat, was heutzutage Verkehrsregeln ausmacht, das war der ehemalige Vize für Finanzen von Ford. Der ist dann in der Stadt Detroit rübergewechselt, in der Verwaltung. Und er hat einfach drei Fragen gestellt. Erstmal, was kann jeder machen? Also was kann man als Fußgänger machen? Was ist in seinem Aktionsradius, Handlungsparameter möglich? Dann, was kann jeder wissen und was kann jeder verantworten? Mhm. Und dementsprechend hat er einfach diese Verkehrsregeln entworfen und geguckt, es gibt diese Regeln und diese Verantwortungen für den Fußgänger, für die Fußgänger. Es gibt diese Regeln und Verantwortung für den Fahrer. Der kann nicht für alles verantwortlich sein, der Fußgänger ebenfalls nicht. Und dann der Regulierer oder der Staat, der hatte auch ebenfalls eine Verantwortung zugewiesen bekommen für die Infrastruktur von Ampeln und so weiter und so fort. Okay, ich verstehe das Bild. Ein Verantwortungsbereich wird strukturiert und mit Regeln versehen, die für alle einsehbar sind. Trotzdem würde mich nochmal interessieren, wie sieht Algorithm Watch diese Forderung nach Transparenz? Also ist das genau, ein Wort, wenn ich das weiter wo es bei dir positiv klingelt oder wo du sagst, nein, nee. Wir reden nicht über Transparenz, wir reden über Nachvollziehbarkeit. Und das ist ein Grund, weswegen wir dieses Wort benutzen und nicht Transparenz. Mhm. Nachvollziehbarkeit bedeutet, und auch da, diese verschiedenen Ebenen habe ich beschrieben, weil es darum ging, dass nicht jeder alles verstehen musste. Die Ingenieure mussten bestimmtes verstehen von den Autos, die Fußgänger mussten bestimmtes verstehen von dem Auto und der Regulierer musste bestimmtes das Verstehen von dem Auto. Und dasselbe brauchen wir im Automatisierungsbereich. Man muss nicht biochemische Milch verstehen, um sie zu kaufen als Verbraucher, aber warum sollte man als Verbraucher verstehen, wie ein Algorithmus gemacht ist? Das nutzt einem nichts. Was wir brauchen, sind Verkehrsregeln als Nutzer und entsprechende Verantwortungszuordnungen. Und da sind wir in diesem Bereich alle noch in eine sehr unterkomplexe sozusagen Ausgangslage in der Diskussion. Wir müssen verstehen, dass es verschiedene Figuren gibt und zu diesen verschiedenen Figuren und Aktoren in diesem Automatisierungsverfahren gesteht ziemlich ein bestimmtes, konkretes Verantwortungsbereich zu. Und verschiedenste sozusagen
Sachverhalte, die einem verstehen muss. Und das muss expliziert werden. Das ist das, was wir versuchen jetzt politisch auf EU-Ebene, aber auch in Spanien und in anderen Ländern zu verstehen, was kann der Nutzer wissen, was sollte der Nutzer wissen. Und da gibt es ja verschiedene Ansätze. Ein Wort, das nach wie vor und auch durch die Presse geistert, ist der Algorithmus TÜV. Also du sprachst ja über Nachvollziehbarkeit. Du hast gesprochen über Verantwortlichkeit, die sichtbar gemacht wird. Heiko Maas, da noch Justizminister, sagt, sowas könnten wir brauchen. In der SPD fand das, glaube ich, ganz guten Anklang. Die Verbraucherzentralen wünschen sich das auch. Du auch, Stefan? Nein. Das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort ist, oder vielleicht positiv gewendet, ich glaube, das ist der Start einer längeren Debatte. Ich glaube, das ist nicht die Lösung, sondern das ist jetzt ein Vorschlag und jetzt können wir vielleicht darüber debattieren, was es denn heißt, was ist denn damit verbunden mit so einem Algorithmus TÜV, also ein Siegel, dann ist da wieder, dann guckt da jemand drauf und gibt dann hier, das ist jetzt geprüft und geprüfte Sicherheit und so etwas. Ich fände es dann spannender, wenn man über die Verfahren dann nachdenken würde, genau die Verfahren der Nachvollziehbarkeit, die du angesprochen hast, also wann wäre denn so ein Siegel? Aber wer vollzieht denn nach? Du hast ja gerade gesagt, natürlich bin ich heillos überfordert, wenn ich wirklich für alles zuständig sein soll, alles überprüfen soll als Verbraucherin. Aber wenn ich es nicht bin, genauso wenig wie bei Pharmaprodukten, das war dein anderes Beispiel, wer ist es dann? Wer übernimmt diesen Nachvollzug? Kann ich kurz eine Frage stellen? Also dieses TÜV-Ding, vielleicht könnt ihr das beantworten. Den TÜV, den wir die meisten von uns kennen, das ist ja der Auto-TÜV und da geht es ja um Überwachung der Sicherheit. Also das ist ja die Überprüfung, ob ein Auto sicher ist und verkehrstauglich und niemand anderes gefährdet. Ich glaube, man muss sich das einmal klar machen, weil dann kann so ein Algorithmen-TÜV natürlich total Sinn ergeben, wenn es um die Sicherheit geht, also so meinetwegen IT-Security oder so. Wobei auch ein TÜV-geprüftes Auto dann jemanden überfahren kann. Also, ja, das stimmt natürlich, ja. Und wir debattieren hier genau diese beiden Sachen. Ja, aber die Frage ist ja, gibt es günstige Ausgangsbedingungen, dass dieses Auto jetzt einfach mal die Bremsen nicht funktionieren? Und also so, ne, man kann ja das schon so ein paar Mechanismen in die Wege leiten. Klar, man kann mit allem eine Person, weiß schon, aber und auch mit einem Algorithmus. Aber ich glaube, dass das ja die Sicherheit ganz gut überprüfen kann. Aber ich meine, das ist halt irgendwie, finde ich, auch ein merkwürdiges Konzept und Verständnis von Algorithmen, wenn wir versuchen, die Sicherheit zu überprüfen und glauben, dass wir damit ein besseres Zusammenleben gestalten können. Okay, generelle Ablehnung des Begriffes und des Konzeptes TÜV. Nee, ich glaube schon, wenn wir uns klar machen, dass es da um Sicherheit geht. Also ich glaube einfach, dass es halt verwendet wird als eine Bedeutung für oder als ein so ein so ein Werkzeug dafür, das abzuwenden, was Algorithmen Schlimmes machen können. Wenn man den verwendet für Sicherheit, okay. Okay, ja. Gut, diese Einschränkung nehmen wir auch noch zu Protokoll, aber dann würde mich doch noch mal interessieren, wer garantiert denn diese Nachvollziehbarkeit? Eine Ethikkommission, ein Expertenrat, wo liegt die Verantwortlichkeit und die Nachvollziehbarkeit? Die ist sektoral. Diese Technologie ist sehr kontextabhängig. Ein Algorithmus, das für Filmkuratierung benutzt werden kann, kann auch für in der Krebsforschung verwendet werden. Mhm. Wenn man sich den Algorithmus anschaut, hat man noch gar nichts gewusst, über wie es tatsächlich implementiert wird. Deswegen macht so ein Zertifizierungsverfahren wenig Sinn, weil die Kiste muss man live sehen. Die Datenbanken sind ständig im Fluss, wie es trainiert worden ist und so weiter. Es gibt etliche Aspekte, die gesehen werden müssen und nicht nur algorithmisch, also mathematisch, nicht nur programmiertechnisch, sondern auch im Punkt des Output, das es bringt. Das kann auch eine Person, die sich in Statistik aus dem Sektor auskennt. Das heißt, wir reden hier über eine Situation, in der mehrere Berufsprofile notwendig sind, um die Technologie richtig einschätzen zu können. Es reicht nicht mit einem Ingenieur. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt: Mit einer Zertifizierung macht deswegen keinen Sinn, sondern eher mit Auditierungsmechanismen. Und dann der dritte Punkt dazu ist, es gibt bereits viele Sektoren in dieser Gesellschaft, die bereits vom Kontext her Überprüfung und Aufsichten vornehmen. Im Gesundheitsbereich, in der Finanzbranche, im Versicherungsbereich und so weiter und so fort. Sie kennen sich mit Statistik aus, weil das ist Teil Ihrer Aufgaben und eigentlich sind Sie durchaus in der Lage, sektoral einzuordnen, ob diese Automatisierungsverfahren okay sind oder nicht. Das wäre etwas Sinnvolleres und das Einzige, was man da sich anschauen musste, ist, sind Sie entsprechend rechtstechnisch ausgestattet? Brauchen Sie noch mehr? Haben Sie das entsprechende Personal, um diesen Aspekt des Verfahrens, das Sie jetzt auch überprüfen, auch mit zu berücksichtigen? Das ist eher das, was Sinn macht, weil allgemeine Überprüfung über ein algorithmisches System, so macht es meines Erachtens keinen Sinn. Kann ich eine Nachfrage stellen?
Was ich mich dann aber frage, ich meine, okay, wir möchten gerne Mechanismen, wir reden ja darüber, wie man das machen könnte, wie das aussehen könnte, aber ich glaube, wir beantworten ja noch nicht die Frage, in welche Richtung eigentlich. In dem Geheimbriefing, das wir bekommen haben, gab es halt so eine Fragestellung zu, ist nicht so Regulierung. Ich finde übrigens, dass Regulierung eine total tolle Sache ist, über die wir neu nachdenken sollten. Die hatten so ein etwas angestaubtes Image, so in dieser ganzen Tech-Szene, finde ich total blöd, weil wir uns eigentlich das leisten sollten und das in Anspruch nehmen sollten, dass es Regulierungen gibt, die vielleicht schon negative Folgen im Ansatz ersticken. Jedenfalls gab es da so eine Fragestellung zu, ob nicht diese Regulierungen und Einschränkungen und das ist die Berücksichtigung von Menschenrechten und der Schutz dessen so ein bisschen die Innovationsfähigkeit von Technologien einschränken, wo ich dachte, was für Technologien wollen wir denn? Also ich möchte eigentlich keine Innovation, die in irgendeiner Form in Opposition gegenüber Menschenrechten steht. Und ich glaube, was wir damit ja noch nicht beantwortet haben, ist ja eine viel größere gesamtgesellschaftliche Frage, in welche Richtung soll Effizienz gehen? Und ich habe mich mit Algorithmen im Krankenhaus beschäftigt und da gab es so Diagnosesysteme und digitale Visite und so weiter und so fort. Hab mir das alles angeschaut, die haben das erklärt. Wir können viel schneller die Röntgenbilder, wir alle kennen das, machen ein Röntgen, da kriegen wir irgendwie so eine steinzeitliche CD, damit müssen wir dann irgendwie auf den nächsten Überweisungsschein warten und so weiter und so fort. Das geht alles im Krankenhaus schneller, weil es alles digital ist in der Datenbank. Die Frage ist doch aber, soll dann die Ärztin mehr Zeit pro Patientin haben oder mehr Patientinnen pro Zeiteinheit? Und ich glaube, das sind ja viel generellere Fragen, die wir damit noch gar nicht richtig adressieren. Und wie lösen wir das? Aber das finde ich tatsächlich eine sehr spannende Frage, aber ich würde trotzdem gerne nochmal drauf rumreiten, wie wir diese sektorale Nachvollziehbarkeit gewährleisten. Du hast ja gesagt, es gibt Institutionen, es gibt Bundesämter für alles Mögliche. Ein Punkt, den du angesprochen hast, war, die haben das Know-how, sagst du, aber du sagst, haben sie genügend Personal? Und die Frage, die du auch noch angesprochen hast, ist, sind sie rechtlich gut genug ausgestattet? Würdet ihr, Lorena und Stefan, sagen, es braucht da noch eine neue, andere, fortgeschriebene Rechtsprechung? Oder reicht das, was wir haben? Wir müssen es nur anwenden. Also wir haben bereits viel Regulierung zu Algorithmen. In dieser Regulierung steht aber nicht Algorithmengesetz und steht nicht, der Algorithmus soll so aussehen, sondern steht im Text Methode, Doppelpunkt. Basel-Abkommen. Das Basel-Abkommen ist ein internationaler Vertrag für die Finanzbranche, das seit den 80er Jahren existiert und der den Banken sehr genau vorschreibt, was für eine Art von Algorithmen sie verwenden müssen und wie sie die Datenbanken zu bedienen haben. Das ist eigentlich genau genommen ein Bad Practice, wie man Regulierung macht. Und das ist genau der Punkt, was vielleicht mit dieser Frage der Innovationskiller gemeint war. Momentan, was wir erleben bei dem Regulierer, ist, dass er technikorientiert reguliert. Und was man verstehen muss, finde ich, aus meiner Sicht, ist, dass wenn man Prinzipien in der Technik implementiert, diese Prinzipien sind nicht in der Lage zu kontextualisieren, sondern sie gelten über alle Kontexte hinweg. Und eigentlich die ethischen Prinzipien sind aber das Gegenteil davon. Bei ethischen Prinzipien geht es um die Kontextualisierung. Das ist das, was ein Richter macht, um zu verstehen, er muss verstehen, er muss viel kontextualisieren und zu verstehen, ist diese sozusagen Paragraph anzuwenden oder diesen anderen Paragraph. Und deswegen haben wir diese Innovationskiller-Kritik, finde ich, und zwar zu Recht im Gesetz, wenn man tatsächlich meint, ich kann einen sozialen Konflikt, das durch Technologie sozusagen zustande kommt oder wo man Technologie benutzt, um diesen sozialen Konflikt irgendwie auf irgendeine Art und Weise zu managen, deswegen lösen, weil ich die Technik reguliere. Und das ist etwas, wo ja, gerade auf EU-Ebene, aber auch in Deutschland einen viel zu hohen Augenmerk gemeint hat. Und ich glaube, es ist eine Form von regulatorischem Eskapismus, wo man meint, wir müssen uns nicht auf den Konflikt begeben, sondern wir sagen, Datenminimierung und das wird schon gut gehen. Das heißt, das ist ein Plädoyer gegen eine neue, also du sagst, wir haben die Gesetze, wir müssen sie anwenden und eben diese Kontextualisierung, diesen Transfer leisten. Wir müssen identifizieren, gibt es soziale Konflikte, die jetzt nicht reguliert worden sind? Und Regulierung bedürfen, das ist der erste Punkt. Und da gibt es wenige, würde ich sagen. Und da, wo wir für bestimmte soziale Konflikte bereits Regulierung haben, müssen wir nur überprüfen, muss man Anpassungen machen, weil jetzt einfach Automatisierungsverfahren gibt, die bestimmte neue Aspekte dazu bringen.
So, ich habe gesehen, Stefan knuppert auch ja, noch an der Antwort. Ja, weil ich auf ein Reizwort eigentlich reagieren wollte, weil, das du genannt hast. Also das Verstehen, zum Beispiel das Verstehen der Paragraphen und so etwas, das wäre natürlich genau der Schlüssel, den ich zur Antwort vorschlagen würde. Das ist, mal wieder muss es die Bildung richten, was die schon alles ja, eigentlich, was die armen Lehrer eigentlich machen müssten. Aber das war ein bisschen auch genau das, was wir erfahren haben, als wir hier, wir haben ein mobiles Bildungsprojekt von der Gesellschaft für Informatik gehabt, den Touringbus, mit dem sind wir in die ländlichen Gebiete gefahren und haben festgestellt, dass die Nachvollziehbarkeit eigentlich genau an dem Verständnis, an dem grundlegenden Verständnis hat. Nicht jeder muss programmieren können, da sehen andere in der Informatik das vielleicht anders, aber zu wissen, dass man mit einem informationstechnischen System gerade umgeht und dass man das nicht Auto nennt oder auch nicht Telefon, sondern Universalcomputer in der Hosentasche oder so etwas, also allein mit der Begriffsbildung schon mal klar wird, wir haben es hier mit einem interaktiven System zu tun, mit einem informationssammelnden System und das hat folgende Eigenschaften. Analog kann man sagen, das politische System wird ja auch von uns so erstmal natürlich nicht verstanden, aber wir haben politische Bildung in der Schule und dann wissen wir, wie dieses Wahlsystem funktioniert und mit der repräsentativen Demokratie und ein Prozentsatz von Leuten hat das ja trotzdem Schwierigkeiten damit, mit dem grundsätzlichen Demokratieverständnis, aber es ist vorgelagert in die Schulen und ich denke, die Nachvollziehbarkeit würde ich auch unterstützen und es zielt auf ein Grundverständnis, technisches Grundverständnis ab. Und spätestens jetzt würde ich mir ja einen Lehrer oder eine Lehrerin wünschen, die aufschreit voller Schmerzen und sagt, verdammt nochmal, was sollen wir denn den Kindern noch alles beibringen? Ja. Auf jedem Podium sitzt einer, der sagt, Hartz-IV-Anträge ausfüllen, Etikette und Tanzkurs und Kochen und gesunde Ernährung. Aber es wird noch schlimmer. Ich fordere nämlich nicht nur die Informatiklehre auf, sondern ich greife genau das auf. Das ist ein interdisziplinäres Problem. Und was momentan gemacht wird, dass diese vermeintlich technischen Probleme dann in die Informatik verlagert wird. Auch jetzt KI-Lehrstühle waren traditionell in der Informatik angesiedelt. Aber warum eigentlich? Das sind Fragen der Soziologie, der Psychologie, der Rechtswissenschaften und so etwas. Also insofern, ja, es wird noch schlimmer. Ich mache mir noch mehr Feinde, weil ich sage, eigentlich müsste man das sogar noch im Gesamtkollegium besprechen und im Rahmen einer Projektwoche und dann sprechen wir über Stunden. Ja. Möchte denn einer oder eine von euch was fragen, einwerfen, widersprechen oder sagen, ja genau so oder ein ganz anderer Gedanke? Möchtest du vorkommen oder? Ich habe eigentlich nur eine sehr kleine Frage. Dann warte kurz, es kommt ein Mikro zu dir. Und sagst du vielleicht kurz, wer du bist und aus welchem Orbit du fragst? Mein Name ist Talia Lupin. Ich habe gerade meinen Master abgeschlossen an der London School of Economics und habe mich auch im weitesten Sinne mit dem Thema Techniksoziologie eigentlich auseinandergesetzt. Und ich frage mich immer, wenn es darum geht, in was für einer Art und Weise wir durch Bildung, schulische oder universitäre Bildung, diese Technikprobleme gelöst bekommen, was wir denn mit dem Rest der Gesellschaft machen, der ja doch nicht ganz unerheblich ist, der eben durch die Schule schon durch ist, gerade im Hinblick darauf, wie schnell sich eigentlich diese ganzen Dinge verändern in unserer Gesellschaft. Wer von euch möchte? Ich habe darauf, also ich kann deine Frage nicht komplett beantworten, aber ein Teil davon und der Teil der Leute, die du ansprichst, ich habe gestern für so ein Treffen nochmal lange drüber nachgedacht, was ich mir eigentlich wünsche an politischen Handlungsfeldern und Aktivitäten und wenn wir über Bildung sprechen, dann reden wir oft über die schulische Bildung, aber ich finde ein Thema, das jetzt auch gerade durch die ganzen Parteiprogramme geistert, ist ja auch lebenslanges Lernen und das Lustige an diesen ganzen Projekten, die ich mir angeschaut habe, die von Frauen entwickelt wurden und da so ein Diversitätskomponente reingebracht werden, wurden von Frauen entwickeln Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40, Mitte 40, Mitte 50 oder älter, die erst später umgesattelt haben und diesen Bruch in ihrem Leben hatten, aber total hervorragende Programmiererin geworden sind, weil sie eben so ein Breitenwissen hatten, schon mal Teams geleitet haben und so weiter und so fort. Die fallen aus diesen Statistiken immer wieder raus und ich kenne etliche Frauen, die mich ansprechen und sagen, ich hätte echt Bock, ich würde total gerne, aber es gibt wenig Weiterbildungskurse und das Problem ist halt, wir alle wissen, Bildung ist Ländersache, das kann noch eine ganze Generation dauern, bis wir da genügend Fachkräfte, wie wir sagen, ausgebildet haben und da wirklich sowas vielleicht auch eine Diversifizierung der Technikentwicklerinnen und Entwicklern hinbekommen und ich glaube, dass man darauf viel mehr setzen muss, weil es gibt eine riesige Menge von erwachsenen Menschen, die Lust hätten, in diesen Bereich reinzugehen und sich da weiterzubilden, aber an Angeboten mangelt es halt wirklich oder an coolen, ansprechenden, attraktiven Angeboten, die vielleicht auch auf Menschen zugeschnitten sind, die Familie haben, die halt abends stattfinden, die halt wirklich eine angesehene Qualifizierung mit sich bringen oder sie kosten halt wahnsinnig viel Geld, was für Leute nicht erschwinglich ist. Und das wäre so eine Sache, wo ich glaube, dass man da ein bisschen einhaken könnte und das wenigstens zum Teil lösen könnte. Wenn ich da ergänzen darf,
Kurz? Ich würde dann nämlich gerne noch mit Stefan an die Uni gehen. Ich würde Bildung viel breiter umfassen. Als die Menschen am Anfang Autothema, der Abstand mit der Geschwindigkeit einzuschätzen, das konnten Menschen damals nicht. Der menschliche Auge braucht 8 Jahre, bis er lernt, einfach solche Abstände einzuschätzen. Das muss man trainieren. Die Menschen damals, die bereits über den 8. Lebensjahr waren, hatten mehr Zeit gebraucht. Und es geht nicht darum, einfach zu verstehen, was das Auto, es ging damals nicht darum, zu verstehen, was das Auto ist. Es ging damals einfach, einen Umgang zu entwickeln mit Abstand, Geschwindigkeit, jetzt darf ich die Straße überqueren. Darum geht es, glaube ich, hier auch. Und man sieht, dass Menschen durchaus in der Lage sind, mit Automatisierungsverfahren umzugehen und ein Gefühl dafür zu kriegen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn man ein Handy in der Hand hat, dann auch ein Gefühl dafür zu kriegen, das ist nicht nur zum Telefonieren da. Und da passieren auch Sachen mit Daten und da kann es auch Breaches geben und so weiter. Und darum wird es immer eine Generation geben, der irgendwo Native ist und irgendwo Immigrant ist, weil die Technologie sich immer ändert. Aber das ist in der Natur der Technologieentwicklung immer da gewesen. Und damit haben Menschen immer gelernt, umzugehen. Insofern. Dann würde ich tatsächlich gerne noch mal, eingangs hatte ich es ja gesagt, in unsere ethischen Leitlinien gucken, Stefan, die die Gesellschaft für Informatik sich gerade gegeben hat. Nee, ich lese dir einen vor, Artikel 7. Also es geht ganz viel um verschiedene Kompetenzen, das hatten wir im Grunde hier auch schon besprochen. Artikel 7 beschäftigt sich mit Lehren und Lernen und sagt, das GI-Mitglied, das Informatik lehrt, fördert die Fähigkeit zum kritischen Denken, bereitet die Lernenden auf deren individuelle und gemeinschaftliche Verantwortung vor und ist hierbei selbst Vorbild. Was sagen denn deine Studenten, wenn du sie auf ihre individuelle und gemeinschaftliche Verantwortung ansprichst? Sehen die das auch so? Fühlen die sich als Schützer und Bewahrer der Menschenrechte oder denken die, was will der Mann? Also ich weiß auch, die erste Begegnung war, weil ich sie meinen Studenten Bücher habe lesen lassen, also so ganze Bücher und am Stück. Und das waren die Informatiker nicht gewohnt, weil sie eher so Artikel und kurz und sie haben eher dieses Scanning als Kulturtechnik entwickelt. Also schnell, präzise den Sachverhalt erfassen. Aber in einem Roman ist der Sachverhalt oft das Langweiligste, sondern da geht es eher um die Geschichte und wie sie sich entwickelt und so etwas. Und da haben wir in einem Seminar vor 10 Jahren war das ungefähr, es hieß Dystopien der Informatik, Dystopien der Technik und da haben wir mal, weil da kamen gerade diese Begriffe wie großer Bruder und Big Brother is watching you auf, ohne dass die Leute eigentlich George Orwells 1984 gelesen haben und wir haben das getan. Das heißt, sie wussten schon nicht so recht, erstmal bin ich hier im Informatikkurs und warum lesen wir jetzt Literatur oder Romane und so etwas? Ich glaube, dass ich habe einfach nur die Methode weitergegeben, die mein Doktorvater mit mir einfach die er angewandt hat. Er hat gewartet, bis das Klick macht, das eigene Verständnis. Ach, deswegen erzählst du mir das, weil und wenn bei wir wiederum wie sagen, macht das Klick? Es reicht, wenn, also für mich ganz persönlich reicht es, wenn es in meinem Kurs 2 sind oder einer. Das reicht schon so vom Schnee. Prinzip her. Und dann habe ich gedacht, okay, dann reicht das schon so für den, das ist so mein Minimalanspruch und es sind glücklicherweise mehr. Sie haben ihre Freizeit investiert und kritisches Denken ist etwas, was man anwenden muss. Das kann man nicht lernen und jetzt bist du kritisch, sondern das ist plötzlich eine Art und Weise, Dinge zu hinterfragen. Es gibt Methoden, also was ich denen zum Beispiel gesagt habe, wenn du einen Zeitungsartikel hast, dann diskutier mal nicht, ob du damit einverstanden bist oder nicht, sondern wer hat ihn geschrieben? Von wem wird er bezahlt? Wen erwähnt er? Welche Firma erwähnt er? Welche Firma erwähnt er nicht? Und sozusagen eine Diskursanalyse durchzuführen. Und das hat oft bei denen einen ganz großen Klick gemacht. Und das versuche ich jetzt auch als Methode auch im Weizenbaum-Institut weiterzutragen. Ich hätte vielleicht als Studentin dann so die Frage, okay, ich habe hier eine super Sache programmiert. Irgendwas kann die Drohne jetzt besser oder die Bilderkennung, die Mustererkennung ist jetzt irgendwie effizienter. Mir fallen 5 wirklich total gemeinnützige, tolle Anwendungen ein. Könnte aber sein, dass es in der Rüstungsindustrie auch einen militärischen Nutzen erfüllt. Wie würde ich mich dann, wenn ich bei dir studiere und dir die Frage stelle, was mache ich denn? Was würdest du dann sagen? Was ist die Antwort?
Die Antwort ist eigentlich der Prozess. Also ich würde es zurückgeben. Also was wir als Methode gemacht haben, ist in dem Fall wäre, ein Fallbeispiel zu entwerfen. Also ganz fiktiv zu fragen. Also ich skizziere jetzt einfach mal, was tue ich gerade? Werd mir nochmal vor Augen führen, welche Auswirkungen das haben könnte. Vielleicht bin ich mir dessen gar nicht bewusst, weil ich bin natürlich total begeistert von meinen 5 gemeinnützigen Anwendungsfällen. Und dann kommen wir zu dem entscheidenden Part und das ist eben, und dann rede darüber. Also ich glaube, ich bin kein Anhänger von so einer Descartes'schen Philosophie, wir können uns irgendwie in so einen Lehnstuhl, dann trinken wir ein schönes Glas Rotwein und dann denken wir und dann erschließen wir die Welt. Ich glaube, das kann immer nur dialogisch erfolgen. Also es ist ein moralisches Spiel, hin und her und plötzlich kommen auch Dinge aufs Tapet, die man vorher nicht bedacht hat. Und ich denke, da hat Fiona, glaube ich, den richtigen Punkt gesagt, über Diversity ist das eine Abkürzung. Man käme wahrscheinlich auch auf diese Gedanken ohne ein diverses Team. Es würde aber wahrscheinlich länger dauern, vielleicht auch Generationen länger, bis das endlich durchsickert. Und es ist eine sehr, wie ich finde, elegante Abkürzung, ist, sich verschiedene Ansichten ins Boot zu holen. Vielleicht absichtlich diese Filterblasen, in denen wir uns alle befinden, zu durchbrechen und genau widerstrebende Meinungen zu diskutieren. Ja, möglicherweise weist mich aber niemand darauf hin, was da noch für eine Anwendung drinsteckt. Und das ist genau das, was in den Leitlinien steht, mit dem Mut haben, eigentlich mit dieser freimütigen Rede. Das ist ja ein ganz altes philosophisches Konzept der Parrhesia. Das war der Mut der freimütigen Rede gegenüber einem Herrschenden. Heute sind in der Forschung die Herrschenden die Fördermittelgeber. Und wenn man sich einfach anguckt, wie unser Modebegriff, der jetzt wieder kommt, künstliche Intelligenz entstanden ist, ist das, weil es ein Förderantrag ursprünglich war. Und jetzt, wenn die Fördermittel entsprechend gegeben werden, dass Artificial Intelligence gefördert wird, wird es plötzlich ganz, ganz viele Artificial Intelligence-Projekte geben. Und dann erfordert es eigentlich den Mut zu sagen, Moment, das hat eigentlich damit nichts zu tun oder nur in der und der Art und Weise so und so verstanden. Und das ist ein Mut und oft schließt man sich da auch ein Stück weit aus. Und ich kann da leider nur aus der leidvollen Erfahrung sagen, Informatik und Gesellschaft als institutionalisierte Form ist weitgehend in Deutschland abgeschafft worden mit der Emeritierung der Professoren, weil die sich einfach zu oft kritisch gemeldet haben. Es kommt jetzt wieder. Wir sind ja am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft, dem Deutschen Internetinstitut. Das ist vom BMBF gefördert und beschäftigt sich genau eigentlich, der Namensgeber Josef Weizenbaum hat das ja uns ins Stammbuch geschrieben, also genau mit den Fragen der gesellschaftlichen Auswirkungen. Insofern, ich hoffe, es kommt wieder. Wir erleben auch wieder eine Renaissance dieser Themen, aber ja, es sieht nicht ganz schlecht aus dafür, weil zum Beispiel ja das Europäische Parlament auch über sowas nachdenkt, Verhaltenskodex für Softwareentwickler. Wie seht ihr beiden das, Lorena und Fiona? Denkt ihr, es braucht so eine Ausbildung und auch das, was du jetzt als Dialog oder Reflexion beschrieben hast, in dieser Zunft? Oder ist das dann nicht letzten Endes doch vergebens, weil ich werde halt irgendwo angestellt, ich bekomme irgendwo mein Geld, ich erfülle einen bestimmten Auftrag und weiß halt vielleicht nicht, wie der weiterverwendet und bearbeitet wird? Ich komme mal mit der Keule und mir juckt die ganze Zeit in den Fingern auch gegenzureden. Es bringt überhaupt nichts, uns über Ethik bei den Entwicklerinnen Gedanken zu machen, wenn wir die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht repariert bekommen. Es gibt ein ganz interessantes Beispiel auch aus dieser Diversitätsforschung in der Technikentwicklung von Ruth Schwarz-Cohen. Die hat über 50 Jahre sich angeschaut, was die Automatisierung im Privathaushalt gemacht hat. Und zwar die ganzen Haushaltsgeräte, die so in Privathaushalte kamen und scheinbar Arbeit abgenommen haben. Und ja auch die Bedürfnisse scheinbar die sollten die Bedürfnisse der Hausfrau, damals tradierte Hausfrau, in der amerikanischen Mittelschicht adressieren und sollte denen Arbeit abnehmen. Diese Geräte haben es über 50 Jahre nicht geschafft, dass sich die wöchentliche Arbeit, die mit Hausarbeit verrichtet wurde, verringert hätte. Es war exakt die gleiche Anzahl, da nämlich die äußeren Bedingungen sich da so, also genau, es gab Waschmaschinen, ja, die haben natürlich Dinge schneller gemacht, aber gleichzeitig sind die Sauberkeitsstandards gestiegen. Mhm. Gleichzeitig sind die Ansprüche daran gestiegen, was eine Mutter in der Küche für komplexe Gerichte zaubern sollte. Es sind gleichzeitig die Ansprüche daran gestiegen, wie sauber der Haushalt sein sollte. Das heißt, es hat sich alles so gegenseitig aufgefressen, da die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Geschlechterstereotypen und welche Rechte und welche Möglichkeiten auf Freizeit es vielleicht geben sollte, welcher Druck gesellschaftlich existiert, hatte sich nicht verändert. Daran konnte auch Technologie nichts ändern. Man hätte das vielleicht anders bewirken können oder in andere Wege leiten können, wenn die Innovationsprozesse von verschiedenen Leuten gesteuert worden wären, aber das war nicht der Fall. Deswegen
bessere Technologien. Ich meine, wenn wir gefragt werden, was ist denn mit Drohnen und so weiter, und was ist denn mit Technologien, die wir entwickeln, die aber total böse Absichten verfolgen und auch diesen Zielen dienen können, haben wir keine gute Antwort darauf. Und ich glaube, unser Anspruch sollte ja auch nicht sein, uns nur auf die Technologien zu konzentrieren. Und jetzt komme ich mit der ganz großen Keule. Ich habe mich vor ein paar Jahren stärker mit Algorithmen im Alltag beschäftigt, Sprachdiagnosesysteme im Krankenhaus, in der Landwirtschaft, und bin dann immer wieder zu den gleichen Punkten geraten, habe dann immer gedacht, naja, eigentlich, wer Algorithmen kritisiert, ist nur zu feige für Kapitalismuskritik, um es mal auf den Punkt zu bringen. So, und das ist jetzt das ganz große Fass. Dann würde ich sagen, ist das doch jetzt spätestens der Punkt, wo ihr auch noch ein paar Fragen stellen könntet, entweder zum engen Thema Algorithmen oder zum großen Thema Gesellschafts-Kapitalismuskritik, oder wo die beiden sich begegnen. Seid also alle einverstanden? Ja, Fiona verbucht das unter Zustimmung, wenn ihr jetzt nichts sagt. Ja, vielleicht, so teils cool. Schon. Vielleicht aber noch mal eine andere Rolle der Technik zu beleuchten, zu dem, was du gerade gesagt hast. Oft macht die Technik aber auch das sichtbar, was vielleicht im Argen liegt. Also das hatte ich vorher auch schon festgestellt, bei all der ganzen Kritik, die wir jetzt haben, zum Beispiel beim autonomen Fahren oder auch bei der bei den Drohnenstrikes, Drohnenmorden, haben wir vielleicht aber wieder eine überfällige Debatte in Gang gesetzt, dass es vielleicht darum geht, was ist der Mensch, was ist Selbstbestimmung, was ist Autonomie, ist es überhaupt moralisch gerechtfertigt, andere Menschen zu töten, und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Das sind ja die ganz großen Fragen, also du sagst ja auch die ganz große Keule, selbst so etwas wie Kapitalismuskritik, dass es sich kann sich darüber äußern, und Technik hat das sichtbar gemacht. Es liegt was im Argen, und insofern bin ich auch ganz dankbar manchmal, wenn die Brüche sich zeigen, zum Beispiel auch die Fälle, die du gesagt hast mit häuslicher Gewalt, so furchtbar ich das finde, begrüße ich es, dass es vielleicht auch wieder Gegenstand der Debatte wird, weil das war oft, wurde totgeschwiegen, weil es eben hinter den vier Wänden geschehen ist, und es ist ja nicht so, dass häusliche Gewalt mit der Technik entstanden ist, aber sie wird vielleicht jetzt sichtbarer, wir können sie nicht mehr wegwischen und müssen sie debattieren. Insofern ist das vielleicht auch ein Beitrag. Ja, das Problem Technik, ist aber, ne? Die Frauen reden ja nicht das erste Mal davon, dass sie häusliche Gewalt erfahren. Mhm. Also, ne, also es wird sich jetzt zeigen, werdet ihr denn die schlechten, also das Problem, wird das Problembewusstsein in irgendeiner Form in diese Technologie ihren Weg finden. Und das Problem ist halt, also ich meine, das ist eigentlich ein super Beispiel dafür, ne? Häusliche Gewalt existiert seit Ewigkeiten, aber es wurde nicht hingehört. Und jetzt spielt Technologie eine Rolle. Wird es etwas ändern? Wahrscheinlich nein. Mhm. Solange wir nichts an den Geschlechtsverhältnissen ändern, wird das keinen Effekt haben. Ich würde gerne nochmal so ein Beispiel auf... Jedoch macht es aber Sinn, über Berufsethiken nachzudenken. Denn die, also Berufsethiken haben wir in... bei Berufsbereiche sozusagen angeordnet oder als Gesellschaft erwartet, wo wir meinen, das ist systemkritisch. Ne? Also ein Arzt muss jeden einfach, das ist sonst unterlassene Hilfeleistung, ein Arzt muss einfach einen Muslima, eine Jüdin, egal wen, einfach keine Hilfe sozusagen verweigern, wenn er mitten im Krankenhaus ist und er hat unter bestimmten Kriterien die Patienten zu bedienen. Dasselbe also war das den hippokratischen Eid der Programmierer? Richtig. Na, ich würde nicht sagen hippokratischer Eid, aber ich würde sagen Berufsethiken. Leitlinien? Ja, also ich würde sagen, der hippokratische Eid ist etwas, was im Prinzip so eine Art von Ethik im medizinischen Bereich, es hat sozusagen keine Bindung, aber es ist einfach eine Art von Moralstandard, wie ein Arzt zu sein hat, und es gibt davon einige rechtliche Prämissen, aber nicht nur, und ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, es gibt viele andere Berufssparten, die ebenfalls kritisch sind für den Wohlstand in der Gesellschaft, für das Wohlergehen der Bürger, für das Wohlergehen der Nutzer, für das Wohlergehen vom Verbraucher. Und das sind nicht nur die Informatiker, by the way, es sind auch die Manager, die solche Systeme implementieren, sei es ein Bankmanager, ein Marketingmanager oder jemand bei der Post oder im Otto-Katalog. Dann würde ich tatsächlich gerne nochmal Artikel 9 der Leitlinien zitieren. Ich glaube, das passt ganz gut. Zivilcourage. Da geht es darum, dass das GI-Mitglied, also das Mitglied eurer Gesellschaft, mit Mut für den Schutz und die Wahrung der Menschenwürde eintritt. Und dann kommt noch ein bisschen was. Dies kann in begründeten Ausnahmefällen auch den öffentlichen Hinweis auf Missstände einschließen.
Da habe ich gedacht, das ist euer Edward Snowden-Artikel, oder? Das stand wahrscheinlich so 1998 noch nicht drin. Das, also Zivilcourage stand schon drin, stand schon auch in den ersten Leitlinien drin. Wir haben das explizit mit aufgenommen, weil wir das darunter gefasst haben, also unter dem Mut, die Wahrheit zu sprechen, dass das natürlich auch in begründeten Ausnahmefällen den öffentlichen Hinweis auf Missstände, also das ist die deutsche Übersetzung von Whistleblowing. Und das war in der Tat eines der heftigst debattierten Artikel dieser zu Zivilcourage. Interessanterweise gar nicht wegen des zweiten Teils, sondern wegen des ersten Teils, dass wir sozusagen, wir sollen mit Mut für die Menschenwürde eintreten, weil viele, die am Prozess beteiligt waren, gesagt haben, warum sowas obvious, warum sowas Verständliches fordern, wie sich an die Menschenwürde zu halten, das sollte doch jedem klar sein und natürlich halten wir uns alle an die Menschenwürde und so etwas. Und die Tatsache, dass die Gesellschaft für Informatik das so explizit macht, heißt ja, vielleicht sollte man sich aber Gedanken machen, ob man in jedem Moment bewusst oder unbewusst so handelt, dass es vielleicht im Widerspruch dagegen steht. Vielleicht ein einfaches, ganz aktuelles Beispiel. Die Bundesregierung hat gerade ein Eckpunktepapier zur künstlichen Intelligenz rausgegeben und hat die Gesellschaft für Informatik gebeten, zu kommentieren und Eingaben zu leisten. Und da steht auch genau, ich glaube, der zweite Punkt ist, dass, oder der erste Punkt, sogar der oberste, der wichtigste Punkt ist, dass man sich an die Menschenwürde und die Grundrechte zu halten hat. Dann steht aber gleich ein paar Punkte drunter, wir sollen aber zum KI-Standort Nummer 1 werden und China überholen. Und wenn man sich halt anguckt, wie sehr, China ist gerade Weltmarktführer, was zum Beispiel Gesichtserkennung und sowas angeht. Ich hatte vorher hier in der Pause gesprochen, da war eben jemand aus Hongkong da und meinte, dass sie einfach eine gewaltige Datenbasis zur Verfügung haben, die eben von offizieller Seite, von Überwachungskameras zur Verfügung gestellt bekommen. Und jetzt kriege ich beide Sachen nicht zusammen ohne einen Interessenskonflikt. Also wollen wir Marktführer Nummer 1 werden oder wollen wir Menschenwürde, Menschenrechte und sonst wie an erster Stelle halten? Und ich persönlich glaube, dass wir entweder das eine oder das andere haben können und dass wir nicht überholen können, ohne dass wir diese Prinzipien zu verletzen. Okay, dann jetzt also die Gretchen oder meinetwegen Christian Lindner Frage, also Bedenken first. Aber es heißt Bedenken first. Also es geht darum, einfach Bedenken second war der Claim der FDP. Naja, also es gibt wissenschaftliche, fachliche, gutes Arbeiten. FDP, ich habe mit dem Namen nichts anfangen können. Entschuldigung. So, jetzt fällt der Groschen. Ja, das war mal ein Politiker. Ich glaube, dass wenn man Technologie entwickelt, muss man einfach, ist das fachlich gut gemacht worden? Und das ist nicht Bedenken, sondern es ist einfach Durchdenken. Und dass Sachen erstmal nicht aus der Hüfte hinaus durch den Nasenloch ins All einfach geschossen werden, ohne dann, dass man eigentlich sich ein Konzept dabei ausgedacht hat, um einfach nur zu testen, ob das klappt oder nicht. Ja. Ich glaube, das ist nicht das, was gute, solide Arbeit ausmacht. Und das ist auch, glaube ich, kein USP Deutschlands. Deutschland war immer, dieses Made in Germany stand für gut durchdachte Produkte. Insofern, es ist kein Bedenken, sondern es geht darum, einfach etwas zu gucken, inwiefern das einen Impact hat auf die Gesellschaft, auf das Individuum und inwiefern das überhaupt was nutzt. Dass man kreativ sein kann und dass diese Kreativität auch in den Raum eingeräumt werden musste, ja klar, aber die Frage ist, was für einen Raum wollen wir für diese Kreativität einräumen, was sind die Grenzen? Und diese Grenzen haben wir in vielen anderen Bereichen, beispielsweise in der Chimärenforschung, auch durchdekliniert und gesagt, es gibt bestimmte Sachen, wo die Wissenschaft nicht hingeht. Und das mögen vielleicht andere Nationen machen, aber das machen wir nicht. Und das ist eine ethische Entscheidung und die müssen wir tatsächlich treffen. Chimärenforschung, also man darf nicht menschliche Gene mit der eines Huhnes vermischen, verklönen und aus ethischen Gründen und ja. Ja, vor allem, ich meine, ich will erstens nicht diesen Bedenkenbegriff von Lindner übernehmen, weil ich finde, es ist eine Herabwürdigung und Herabstufung eines unglaublich wichtigen gesellschaftlichen Prozesses, den wir aushandeln müssen. Zweitens, was soll denn Digital First bitte heißen? Sollen wir, was ist denn? Das ist ein komplett leerer Begriff. Naja, ich glaube, die Marktführerschaft vorne dabei sein.
ja genau, okay, dann möchte ich halt wirtschaftlichen Vorrang, ich möchte gerne Innovation der Wirtschaft zuliebe, aber für mich ist halt Digital First, ich möchte keine Innovation der Innovation zuliebe. Ich möchte eigentlich auch keine Innovation lediglich wirtschaftlicher, also mit kommerziellen Interessen im Vordergrund. Ich will eigentlich andere Interessen im Vordergrund, das ist Einstellungssache, sicherlich debattierbar, aber ich finde allein Digital First darf niemals, es darf niemals Digital First sein, es darf niemals Technologieentwicklung First sein, es darf niemals Innovation First sein, weil davon haben wir als Menschen erstmal nichts. So, das ist halt nur ein Weg, der zu etwas hinführen kann und das müssen wir gemeinsam uns überlegen und deswegen, ja, Bedenken First. So, jetzt aber. Ich sehe zwei Fragen. Möchte auf den letzten Metern noch jemand nach vorne kommen oder machen wir das aus dem Saal raus? Weil tatsächlich sind wir schon ein bisschen in Verzug. Das Mikro kommt zu euch und die Frage wird insofern beantwortet. Ihr dürft sitzen bleiben, aber euch kurz gerne vorstellen und eure Frage stellen. Ja, Christian Groß, ich komme aus dem Bereich der Normung, Elektrotechnik und ich habe euch gut zugehört und habe so ein paar Fragen, die auch aus meinem beruflichen Einstellung erwachsen. Ich würde zum Beispiel sagen, also mit diesem ganzen First-Ding, das, was wir jetzt aus Amerika im Augenblick kriegen, da krampft sich natürlich der Magen zusammen. Aber wir haben ein Verständnis, das heißt Safety First. Und wir sind, wenn wir Normung und Standardisierung machen, gehen wir davon aus, dass ein Prozess sicher sein muss. Und wir wollen auch definieren, was Sicherheit ist. Und wir wollen als Ingenieure unseren Leuten klare Regeln an die Hand geben, wie das funktioniert. Und vieles, was wir heute diskutiert haben, also wenn wir über Digital reden, bin ich ganz bei Ihnen, ist einfach fachlich nicht sauber. Aber wenn es denn sauber wäre, würden wir bereit sein, aus dem Bereich der Elektrotechnik in den Bereich der Ethik reinzugehen, mit Experten uns zusammenzusetzen und sagen, in den Entwicklungsprozess wollen wir diese Regeln implementieren. Meinetwegen programmieren, wenn das geht. Wir verstehen natürlich nur wenig von Ethik und von Moral. Das stelle ich immer wieder fest, also zumindest aus dieser Wissenschaft. Aber wir sind es gewöhnt, mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten. Wir sind in der Lage zu kollaborieren, egal ob mit Robotern oder mit Soziologen oder mit Biologen. Also wir sind offen. Aber es geht nicht ohne Regulierung. Und das ist für Verbände, die machen das jetzt seit 125 Jahren. Siemens hat hier damals mal angefangen und einer unserer Grundideen waren, wir wollen nicht, dass die Städte abbrennen, wenn wir da Elektroleitungen reinlegen. Das heißt, und da wollen wir bei bleiben. Genau, das ist dann also tatsächlich einfach nochmal das Highlighten dessen, was hier gesagt wurde, nämlich tatsächlich Regulation finde ich gut. Ja, also da absolut. Schließt jetzt keine Frage dran. Ich stehe für Regulierung. Wobei ich befürchte, dass wir vielleicht eine Art von Paradigmenwechsel hatten. Wir hatten am HIG übrigens einen ganz wundervollen Workshop zu Understanding AI and Us und ein Vertreter einer Raumfahrtagentur, ich glaube, ich darf das nicht näher beschreiben, hat auch beschrieben, wie es von eigentlich zertifizierbarer Software, ich meine, wir reden hier von sehr teuren Dingen, die wir auf sehr weite Planeten oder Reisen schicken, sich verabschiedet wurde und zugunsten von heuristischen Systemen, die können wir jetzt Artificial Intelligence oder Machine Learning Systeme und sonst wie nennen, hin entschieden haben. Und das glaube ich, dass eben Safety First sich langsam auch sogar von diesem Gedanken vielleicht verabschiedet wird zugunsten einer vielleicht schickeren, schnelleren Ergebnisse, weil heuristische Systeme machen einfach spektakuläre Ergebnisse in kürzerer Zeit. Dann sind wir definitiv dagegen. Das heißt, wir dagegen. Sind auf ein, ja, genau, ja. Und wir sind glaube ich auch auf und, einer Linie. Und es gibt diese Mission, diese Raummission, die gescheitert ist, weil schlechte Technologie verbaut worden ist, weil es keine redundanten Systeme war. Wir haben Fukushima erlebt und wir haben daraus gelernt. Okay, also ein klares Beipflichten für euren, also super, für euer Plädoyer für Regulierung, glaube ich, selten auf Podien in Berlin. Nachvollziehbarkeit vielleicht auch, also nachvollziehbare Regulierung. Ja klar, das ist ja Mut zur Regulierung. Ihr denkt die Dinge zusammen. Jetzt würde ich aber trotzdem ansetzen und dann leider die weiteren Fragen auf die Gespräche danach verschieben mit Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt so viele unterschiedliche Bereiche besprochen, so viele Desiderate, die ihr ausgemacht habt und Forderungen für das eine gegen das andere, für interdisziplinäre Arbeit, für eine Bildung in dem Bereich und so. Und trotzdem muss ich sagen, aus meinem Alltag ist es so, es gibt eine glatte, einladende Oberfläche und ich wische da viel drauf rum und tippe einiges ein, habe aber wenig Ahnung von dem, was dahinter liegt. Dann von dir kam ganz stark der Appell von euch beiden, aber auch die Sache gesamtgesellschaftlich zu betrachten und nicht abzuladen im Fachbereich für, keine Ahnung, Informatik oder was anderes.
sondern gesellschaftlich drüber zu diskutieren. Aber so affektbeladen und zersplittert, wie die Gesellschaft sich gerade zeigt, wäre meine jetzt tatsächlich ein bisschen generelle Frage an euch. Woher nehmt ihr euren Optimismus, dass das passiert, dass diese Diskussion geführt wird? Weil die Flächen sind so einladend, jeder ist da schon drauf reingefallen. Man ist da sozusagen vielleicht nicht in guter, aber in großer Gesellschaft. Woher nehmt ihr euren Optimismus, dass diese Debatte geführt wird und dass die Entwicklung so verläuft, wie ihr sie euch wünscht? Na, wir haben ja schon, also ich finde es total super, wenn du dein Gerät benutzen kannst und überhaupt nicht drüber nachdenken musst, was dahinter passiert und eine glückliche Userin bist, der aber auch nichts Schlimmes widerfährt. Das ist völlig fair enough. Aber es gibt halt andere Bereiche, es muss auch nicht jede und es muss auch nicht jede sich kümmern müssen, finde ich. Das sollte nicht der Fall sein, sondern es gibt bestimmte Verantwortungsbereiche und ich bin optimistisch. Zwei Sachen dazu. Also zum einen, das ist so ein bisschen, was ich vorhin sagen wollte, Regulierungen oder vieles, was wir machen, ist sehr reaktiv. Ich möchte gerne, dass wir bei der Technikentwicklung ansetzen. Da sehe ich großen Handlungsbedarf und da bin ich ja auch aktiv, dass ich versuche, da anzusetzen, wo Technologie überhaupt erstmal entwickelt wird, wo die Perspektiven mit reinfließen, ungesellschaftliche Verhältnisse. Ich bin dort optimistisch, weil ich gerade eine starke Diversifizierung sehe, weil auch bestimmte Werte sich verändern, weil soziale Bewegungen extremen Auftrieb haben. Und ich glaube, dass die sozialen Bewegungen gerade so stark werden, dass sie wirklich auch zu dem Hebel werden, der sie sein können. Und ziemlich viel Aufmerksamkeit auch erfahren. Und es sind auch einfach bestimmte Sachen sehr inakzeptabel geworden. Und ich finde, wir haben generell wächst so ein Grundskepsis gegenüber Technologie, was auch diesen Diversitätsvorhaben viel Aufwind verschafft. Zweitens, ich weiß nicht, also das hat eigentlich nicht so viel mit meinem Optimismus zu tun, aber ich finde, was daran anschließt, ist total wichtig. Wir haben darüber heute noch gar nicht so viel gesprochen, aber es, und das schließt so ein bisschen an deine Sache an, da würde mich nämlich interessieren, setzt ihr denn Open-Source-Technologie ein? Spielt das eine Rolle bei euch? Weil ich habe viel mit Siemens zum Beispiel darüber gesprochen und deren Industrie 4.0 Vorhaben, die sagen, naja, wir sind ein etwas zu schweres Schiff, um uns wirklich um Open-Source zu kümmern. Wir wissen aber, dass das eigentlich wichtig ist. Und da über Open-Source kann man nämlich wirklich unabhängige Kontrollen instand setzen. Darüber kann man wirklich gewährleisten, dass verschiedene Leute Einblick haben und fachkundige Menschen und sich verschiedene Menschen da einbringen. Und Open-Source soll natürlich auch bei Algorithmen und Machine-Learning-Libraries und so weiter und so fort eine Rolle spielen. Aber da gibt es konfligierende Interessen mit finanziellen und vordergründig kommerziellen Interessen. Und wenn ich mir dieses Eckpunktepapier angucke oder allein schon die Ansprache von Anja Karliczek, von der Ministerin, das klingt wahnsinnig dystopisch. Es geht nur darum, USA und China, die sind schon ganz schön weit vorne, wir müssen echt nachziehen und das stimmt. Wir sind irgendwie der 70. Staat, der überhaupt eine KI-Strategie gerade entwirft. Aber es gibt andere Länder, Kanada beispielsweise, setzt total auf Forschung, auf die positive Entwicklung von Technologie. Es geht auch anders. Ja, aber ich glaube, solange wir Wirtschaft first denken, wird das alles nichts. Okay, Stefan, dann möchten wir die Quellen deines Optimismus kennenlernen. Der Optimismus resultiert bei mir einfach aus der Maxime, handle so, als ob es etwas ausmacht. Weil der Rest, der führt nur zu Zynismus und das ist sehr, sehr, sehr schnell. Also das wäre sozusagen der innere Antrieb. Mhm. Der äußere Antrieb ist tatsächlich jetzt, es hat mir schon einen Aufwind gegeben, jetzt durch die Lande zu fahren, an die Schulen zu fahren, weil ich ein sehr voreingenommenes Bild von der Jugend habe, die ja nur auf ihren Geräten rumwischt und überhaupt ganz, ganz unkritisch damit umgeht und das Gegenteil war der Fall. Sie waren sehr selbstreflektiert, sie waren sehr kritisch. Wir rannten mit unserem Workshop praktisch offene Türen ein. Das heißt also auch ein Großteil, nur weil da Leute drauf sind und wischen, heißt das nicht, das kann sein, dass sie gerade hochinteressante Artikel lesen. Die müssen nicht alle Candy Crush spielen und so etwas. Also das heißt, mein Optimismus ist tatsächlich die Jugendlichen, Schülerinnen und Schüler zu sehen, wie sie mit der Technik umgehen und jetzt aufwachsen. Okay, Lorena, und bei dir? Ich habe kein deterministisches Menschenbild. Wenn man sich gerade die Geschichte zeigt, dass Menschen immer in der Lage waren, vor Gewohnheiten und Traditionen ein Fragezeichen zu stellen und zu sagen, pass mal auf, ich entwerfe einfach eine andere Zukunft, die anders sein kann. Diese Technologien sind menschengemacht. Das heißt, wir haben alles in der Hand und die Zukunft muss nicht schwarz sein. Punkt. Handle so, als ob es etwas ausmacht. Vielen Dank für die Diskussion. Vielen Dank für euer, hoffe ich zumindest, gespanntes Zuhören und die Nachfragen. Ihr könnt jetzt auch noch weiter diskutieren. Es gibt ein bisschen was zu essen. Es gibt ein bisschen was zu trinken. Wir sehen uns hoffentlich wieder am 28. Oktober.
Und zwar dann wieder im HIG, nicht weit von hier, auch in Mitte gelegen, leicht zu finden, lahmgelegt. Wir reden dann über den großen Blackout, apropos Dystopie. Mal gucken, freuen uns natürlich, wenn ihr ein paar Preppies vorbeischickt und CB-Funker, mit denen wir sprechen können. Die Redaktion sucht die nämlich gerade. Aber bitte die ohne Schnittmenge mit den Reichsbürgern. Und herzlichen Dank euch nochmal für die Diskussion. Ich glaube, sie waren nicht mega kontrovers, aber sehr facettenreich. Und ich glaube, ihr habt viel Anregung, um jetzt weiter zu diskutieren. Vielen Dank euch.